Ich habe mich schon immer gefragt, was mein Dönermann aufs Dürüm schmiert, bevor er es belegt. Er will es mir aber bis heute nicht verraten und deshalb habe ich mir diese zwei Tipps überlegt, die dein Dürüm zur Geschmacksbombe machen. Und die werde ich jetzt zeigen. Bevor wir jetzt aber zu den Dips kommen, machen wir erstmal ein bisschen was Fleischiges fertig. In das Dürüm kommt nämlich jeweils ein richtig geiles Rinderspieß. Dafür müssen wir uns erstmal ein Rumpsteak in gleich große Würfel schneiden. Wir haben hier eins, was 2,5 cm dick ist. Und wenn wir schon mal beim Zerschneiden sind, können wir schon mal ein bisschen was von den Sehnen wegschneiden, damit wir später keine in unserem Wrap haben. Die Fleischstücke kommen dann einfach auf einen Spieß und können dann an die Seite gelegt werden. Mit einem Rumpsteak kommt man so auf ungefähr 2 Spieße. Die Spieße werden dann noch mariniert und die Marinade müssen wir natürlich auch erstmal fertig machen. Für die Marinade brauchst du als erstes 2 Knoblauchzehen, die du dir einfach klein pressen kannst. Dazu packst du dir dann ein ganzes Bund Petersilie, die du einfach nur klein hacken musst, und presst eine halbe Limette mit rein. Jetzt noch etwa 4 Esslöffel Olivenöl und 2 Esslöffel Essig, dann nur noch salzen und pfeffern und richtig durchrühren. Wir haben jetzt unsere Spieße fertig und unsere Marinade fertig. Und das müssen wir jetzt kombinieren, und zwar indem wir marinieren. Einfach hier das Ding reinlegen und das kann dann gut ein bisschen eingepindelt werden. Gar nicht so viel Aufwand, einfach ein bisschen, dass überall was dran ist. Und dann lassen wir das liegen. Und wir wollen später ein bisschen was von dieser Marinade wieder abtropfen lassen, weil sonst wird das massiv spritzen. Und vor allem, wenn du das in der Pfanne machst, dann wirst du nachher richtig viel Öl da drin haben und das ist nicht gut. Das Ganze lassen wir dann da so eine gute halbe Stunde oder so einziehen und dann können wir gleich mit dem Rest weitermachen. Und wenn du übrigens keine Zeit oder Lust hast, das zu marinieren, dann lass es einfach weg und Salz und Pfeffer das Steak einfach nur oder die Spieße. Dann hast du zwar nicht so viel Geschmack mit drin, aber es ist immer noch geil. Jetzt geht's schon weiter mit dem richtig geilen Dip, der Geheimdip, der draufgeschmiert wird. Und dafür brauchen wir hauptsächlich Tomatenmark, das ist dreifach konzentriertes, und Feta-Käse oder Schafskäse. Natürlich brauchen wir noch ein bisschen Olivenöl, Chili und Knoblauch. Der Tomatenaufstrich ist natürlich auch mega easy. Als erstes musst du dafür etwa 50 Gramm Schafskäse nehmen und die mit der Gabel ein bisschen platt drücken. Dann schmeißt du dir einfach 4 Teelöffel Tomatenmark dazu und 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl. Beim Olivenöl kommt es aber darauf an, wie viel Flüssigkeit in deinem Käse noch ist. Wenn der Käse noch viel Flüssigkeit hat, kannst du sie mit reinschmeißen und brauchst weniger Olivenöl, sonst einfach ein bisschen mehr. Dazu presst du dann noch 2 Knoblauchzehen, würzt mit Salz, Pfeffer und Oregano und wenn du Bock hast, kannst du noch ein bisschen Chilipulver mit reinschmeißen. Dann mixst du das Ganze einfach durch, bis es gleichmäßig ist und der Aufstrich ist fertig. Du kannst übrigens selbst entscheiden, wie klein du den Käse wirklich machst. Ich lasse es immer so ein bisschen grober, sodass noch ein paar dickere Stückchen mit drin sind, weil das dann richtig gut schmeckt. Unser Tomatendip ist jetzt fertig und der schmeckt mega geil. Also wirklich Bombe. Jetzt machen wir aber schon weiter mit dem nächsten Dip. Bevor wir das machen, lass auf jeden Fall ein Like da für meinen Dönermann, weil der wird seinen Job verlieren. Und jetzt geht's weiter. Der nächste Dip ist noch einfacher als der erste und dafür brauchst du nur 150 Gramm Creme Fraiche, 2 Knoblauchzehen, eine halbe Limette, etwas Salz, Pfeffer und Chilipulver. Natürlich die Knoblauchzehen gepresst und die Limette auch ausgepresst. Und das kannst du alles miteinander vermischen und dann ist der Dip schon fertig. Der reicht so übrigens für ein paar mehr Dürüms. Der erste Dip reicht aber für 2 bis 3 Wraps. Der zweite Dip ist jetzt auch fertig und was wir damit machen, siehst du am Ende. Jetzt müssen wir uns aber erstmal um unser Fleisch kümmern, das machen wir nämlich jetzt auf den Grill. So, unser Gerät ist jetzt vorgeheizt und das schmeißen wir da jetzt einfach alles drauf und dann lassen wir das richtig schön braten. So, und tschüss. Jetzt müssen wir eigentlich nur ein bisschen abwarten, immer mal wieder checken und wenn es geil aussieht, ist es gut. Das Zeug kann ruhig medium bleiben, weil es ist ja Rindfleisch. Wer es nicht mag, macht es halt durch. Ich finde es medium geil. Während das Steak jetzt brät, müssen wir noch ganz schnell ein paar Toppings fertig machen. Und als erstes nehmen wir uns ein paar Champignons, etwa 100 bis 200 Gramm, die wir einfach mit einem Stück Küchenrolle grob abputzen, den Strunk abschneiden und dann in grobe Scheiben schneiden. Die können dann direkt in eine Pfanne mit einem Deckel drauf und erstmal ein bisschen runtergebraten werden. Dann kommt einfach noch eine Gurke, die in Viertelscheiben geschnitten wird, eine Tomate, die in Würfel geschnitten wird und eine Zwiebel, die auch in kleine Stücke geschnitten wird. Nach ein paar Minuten sollten die Pilze schon richtig eingegangen sein und dann können wir die mit Salz und Pfeffer würzen und richtig schön durchschwenken. Wenn du Bock hast, kannst du jetzt noch ein bisschen Cayennepfeffer mit dran tun. Das ist aber nicht notwendig, da auf dem Wrap nachher eh mega viele Geschmäcker sind. So, jetzt geht's rund. Nehmen wir uns hier schönen Löffel und klatschen da erstmal ordentlich einfach was drauf. Und zack, es sieht schon so aus wie beim Dönermann. So, und jetzt kommt's. Nehmen wir uns hier unser Spieß. Zack, und da brauchen wir gar nicht viel arbeiten. Einfach weg damit. Von mir aus noch ein bisschen verteilen, aber brauchen wir. Das wird so perfekt sein. Dann einfach ein bisschen Gurke, Tomate und natürlich Zwiebel. Hier kannst du natürlich die Toppings drauf machen, auf die du einfach Bock hast. Aber ich muss sagen, ich finde es so auf jeden Fall richtig gut. Und ganz wichtig, die Champignons, und die sind so geil. Also ohne Spaß, die machen schon richtig was aus an Geschmack. Und jetzt als letztes die zweite Geheimsoße. Im Grunde wie beim Salat ein Dressing, einfach drüber machen.
Die sorgt jetzt dafür, dass es ein bisschen frischer wird, weil hier ja sehr viel Creme Fraiche drin ist. Eigentlich fast nur. Und die wird richtig geile Frische mit reinbringen. Jetzt nochmal ein bisschen für den Look und natürlich für den Geschmack, weil man sieht da eh gleich nicht mehr so viel von. Ein bisschen Petersilie drüber. Geiles Teil, kann man dazu sagen. Und jetzt müssen wir das Ding wirklich nur noch so zusammenschmeißen. Und weil das eben so ein riesen Dürüm ist, ist das mega easy. Also das ist wirklich kein Problem, das kriegt jeder hin. Und dann hauen wir das Ding einfach nochmal hier auf unseren Grill. Er ist ja auch noch eingefettet. Lassen das da einfach ein bisschen kurz warm werden. Boom, ey. Der verliert seinen Job. Yo, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Das Ding ist auf jeden Fall richtig geil, schmeckt übel gut. Lohnt sich auf jeden Fall, das nachzumachen. Was sich natürlich auch lohnt, ist, diesen Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos mehr verpasst. Und dem Video ein Like dazulassen, weil das würde uns generell einfach immer weiterhelfen. Und bis dahin, bleib gesund. Bis dann. Ciao.